Willkommen zu einem neuen Part von Isaac. Ja. Was machen wir denn heute? Mit dem haben wir Hasch. Okay. Keeper. Boah, wir haben eigentlich schon so viel, ne? Wie sieht's denn mit Challenges aus? Ja, komm, schauen wir uns die Challenge mal an. Au. Oh, coole Challenge. Ist das Mulligan? Ist Mulligan, oder? Ah, leider wieder nur so eine Challenge, die bis Mutter geht, also bis Mom. Aber das ist eine gute Challenge. Finde ich schon mal top. Mulligan. Ja, manche würden jetzt sagen, Mulligan ist nicht mehr so toll, wie es mal war. Aber ey, Mulligan ist immer noch ein gutes Item, meiner Meinung nach. Kann man immer noch gut mit anfangen. Wenn wir jetzt natürlich Hive Mind irgendwo herbekommen würden, dann wäre ich sehr erfreut. Ne, wir heben uns die Bombe mal auf. Ich glaube, da wäre ein Secret Room. Ich bin mir aber nicht zu 100%. Oder wir machen einfach so. Und haben zwei Bomben. Ja, neuer Run von Isaac. Haben wir die 100 Parts bald geknackt. Und ich weiß auch schon, was wir im 100. Part machen werden. Lasst euch da mal überraschen. Ja, was soll ich erzählen? Bin auch privat wieder sehr viel Isaac am Zocken. Sehr systematisch, will ich sagen. Ich nehme einen Charakter vor, spiele den so lange, bis ich alles mit dem Charakter abgeschlossen habe. Und der gute Lazarus ist jetzt dran. Ja, was soll ich sagen? Keine Ahnung, Lazarus ist so, naja, nichts Besonderes bei ihm. Klar, wenn man stirbt, dann hat man da irgendwie erhöhten Schaden und so, aber ich habe nicht vor, irgendwie zu sterben. Keine Ahnung, finde ich irgendwie dumm. Aber ja, okay, nice. Ist halt wirklich der, ich bin der Duke of Flies Run oder so, ne? Ach komm schon. Leute, ist nicht euer Ernst. Ja, und sonst, was kann ich sonst so erzählen? Neuer Job macht Spaß. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe. Ich meine, dass ich einen neuen Job habe. Oder einen neuen Job angefangen habe, das habe ich, glaube ich, erzählt. Dass ich jetzt auch als Schichtarbeit mache. Was ich gar nicht so schlimm finde. Also die Spätschicht hat mir jetzt zum Beispiel sehr gefallen. Oder gefällt mir sehr. Die Woche habe ich nämlich noch Spätschicht. Und es ist eigentlich ganz angenehm, weil ich eh eher so eine Nachteule bin, sag ich mal. Wenn ich dann spät nach Hause komme und dann noch so bis 3 Uhr wach bleiben kann, 3, 4 Uhr und dann erst ins Bett gehe, finde ich eigentlich ganz nice. Kollegen auch alle sehr nett bisher. Bisher noch keinen kennengelernt, der irgendwie ein Arschloch war. Aber das wird sicherlich noch kommen. Am Anfang sind sie eh immer alle nett. Und später kristallisiert sich das so langsam raus, mit wem man lieber befreundet ist und mit wem nicht. Ja, ich habe, glaube ich, gar nicht erwähnt, wo ich jetzt arbeite. Das ist nämlich auch ganz interessant. Ich arbeite jetzt nämlich am Flughafen. Ja. Was heißt am Flughafen?
Ich arbeite für die Lufthansa jetzt. Im Lager. Also, es ist jetzt nicht so dieser normale, oh, ich bin Lagerarbeiterbetrieb. Es ist viel Reparaturaufträge bearbeiten und klar, Sachen bereitstellen. Wenn irgendwas am Flugzeug kaputt gegangen ist, wenn irgendjemand was am Flugzeug kaputt gemacht hat. Ist jetzt wirklich nicht so dieser normale Lagerbetrieb. Man kommissioniert irgendwelche Sachen und ne, diese Standardlagerarbeiten ist es eigentlich nicht. Sind zwar auch Teil davon, aber dort wird viel mehr von einem erwartet. Ja, allein Flugsicherheit ist ein Thema. Ein sehr großes Thema. Ja, das nehme ich mal mit. Da muss man viel wissen und viel lernen. Und ab Februar fängt es auch an, dass ich dann erstmal schön auf Schulung gehe. Dann bin ich mal für 4 Tage in Hamburg. Dann bin ich mal für 3 Tage in Frankfurt. Das ist ganz interessant. Freue ich mich auch schon ein bisschen drauf. Und ich muss sagen, also, ich bin wirklich zufrieden. Also es ist ein guter Job mit Perspektive. Wenn man sich nicht komplett dumm anstellt, kann man da wirklich alt werden. Man macht sich da auch nicht kaputt. Ist jetzt nicht so, dass man schlecht besetzt ist. Es gibt genug Kollegen und man hat eigentlich immer genug Leute auf der Schicht, dass man nicht irgendwie alleine arbeiten muss. Die Nachtschicht ist meistens alleine, aber das ist halt so vorgesehen von denen, dass die Nachtschicht eigentlich nur mit einer Person besetzt ist. Aber man darf doch gar nicht alleine arbeiten. Keine Sorge, das ist dann eine Person im Wareneingang, eine Person bei uns im Versand. Man ist also nicht alleine da in der Firma. Ja, ich sollte auf Devil Deals gehen. Ich sollte allein schon auf Devil Deals gehen, weil ich jetzt schon ein Guppy-Item habe. Na, und ja. Ist jetzt erstmal so eine kleine Umstellung für mich. Wie gesagt, vorher nie wirklich Schichtbetrieb gemacht, ne? Vorher hatte ich das Glück, dass ich immer nur Frühschicht hatte. Aber da gewöhne ich mich dran. Wie gesagt, ich fühle mich wohl da. Und das ist, denke ich mal, die Hauptsache. Ich meine, klar, das kann sich natürlich jeder denken. Die Bezahlung stimmt natürlich auch. Ansonsten würde ich da nicht arbeiten. Man hat so ein paar gewisse Vorteile. Würde ich jetzt zum Beispiel einen Urlaub planen und wegfliegen wollen, dann mache ich das über die Firma. Und dann kriege ich die guten Flüge ein bisschen reduzierter. Ich bin halt Mitarbeiter der Lufthansa. Ist halt der Vorteil daran. Und so wie ich gehört habe, kriegen wir sogar Prozente bei den ganzen Shops und Läden, die sich so am Flughafen und um den Flughafen tummeln. Was auch eigentlich echt nice ist. Ja. Aber da müsste ich mal dann in Ruhe gucken, was es da so gibt. Und dann gehe ich da mal auf Shoppingtour. Nicht so wie andere, die in die Stadt fahren und shoppen. Nö, ich fahre zum Flughafen. Ist halt auch. Also, wie gesagt, also, ich bin froh, dass ich da den Job bekommen habe. War so ganz zufällig, dass ich das gesehen habe. Und dann habe ich mich darauf einfach mal beworben, weil ich mit meiner alten oder mit meinem alten Arbeitgeber gar nicht mehr zufrieden war. Ja, die haben sich eigentlich recht schnell gemeldet bei mir.
Und dann bin ich zum Bewerbungsgespräch. Sie waren fasziniert von mir, ich war fasziniert von denen. Und dann ging der ganze Papierkram los. Weil wenn du am Flughafen arbeiten willst, dann musst du dich erstmal komplett nackig machen, sag ich mal. Die wollen alles von dir wissen. Wo hast du die letzten 10 Jahre gewohnt? Wo hast du die letzten 5 oder 10 Jahre gearbeitet? Was ist hier? Was ist da? Die wollen halt alles wissen. Damit sie ausschließen können, dass du irgendein fucking Terrorist bist, der vielleicht irgendeine Scheiße am Flughafen machen will. Und andere Formulare und Dokumente, die ich ausfüllen und bearbeiten musste. Und dies und das und Schulungen und... Ach, hier haben sie den Ausweis. Hier haben sie ihren Flughafenausweis. Wir melden sie zur Schulung für den Flughafenführerschein. Ja, Flughafenführerschein an. Ach, stressig. Aber cool. Weil ich darf jetzt im Prinzip einfach mit meinen Ausweisen aufs Flughafengelände fahren. Und ja, dann darf ich da ein bisschen rumgurken, ne? So, ich kann dann zur Halle fahren. Zu unserer Halle, unserer Lufthansa-Halle. Kann da mit den Kollegen abhängen. Ich kann einfach so ein bisschen übers Flughafengelände fahren und gucken. Also, ich muss ehrlich sagen, ist schon ein geiles Gefühl. Ja. Ich habe halt so zu Familie und Freunden auch gesagt, man hört sich vielleicht blöd an, aber man fühlt sich nicht so wie so ein Zivilist, der nicht aufs Gelände darf. Man fühlt sich irgendwie besonders. Kann man das so sagen? Hört sich so blöd an. Aber ich bin halt Mitglied des Flughafens da. Das ist halt, keine Ahnung. Ich find's schön. Ich find's wirklich schön. Es kommt manchmal auch rüber wie so eine riesig große Familie. Egal wer, jeder sieht, oh, der hat einen Flughafenausweis. Und dann grüßen sie dich extrem nett und, keine Ahnung, tun so, als würden sie dich schon jahrelang kennen. Weil sie genau wissen, yo, der ist einer von uns, so. Wie gesagt, es ist so ein bisschen unbeschreiblich und ich kann es auch noch gar nicht so richtig glauben. Es ist ja auch noch recht frisch, ne? Also seit 1. Dezember bin ich jetzt da. Aber es ist schön, es ist wirklich schön. Und jeder, der nicht weiß, was er mit sich anfangen soll, überlegst dir, am Flughafen gibt es viele verschiedene Jobs. Und es ist ein verdammt guter Arbeitgeber. Also, ich sag mal so, solange du nicht über irgendwelche Zeitarbeitsfirmen da landest, weil Zeitarbeitsfirmen sind meiner Meinung nach immer noch Sklavenhandel. Die Meinung habe ich und die Meinung werde ich wahrscheinlich immer vertreten. Aber wenn du so durch eine ordentliche Firma da drankommst und dann am Flughafen arbeiten kannst, dann ist das schon echt was Gutes. Also, ich würde es jedem empfehlen. Als ich es meinem Schwager erzählt habe, dass ich jetzt da am Flughafen bin, ach, hat der geschwärmt. Er hat nämlich früher auch mal am Flughafen gearbeitet. Und er sagte auch, ach, es war eine wundervolle Zeit. Ja, aber warum arbeitet der denn dann nicht da, wenn das so toll war? Der arbeitet da jetzt nicht mehr, weil er sich seinen Traum vom Berufssoldat erfüllt hat. Und er arbeitet beim Bund. Und das macht er jetzt schon Jahre. Und das findet er toll. Und das wird er wahrscheinlich sein Leben lang machen, wenn nichts dazwischen kommt. Er ist halt so, ne? Er ist halt so ein richtiger Soldattyp. Er sieht zwar nicht danach aus, weil er auch eine gute Wampe hat. Aber er ist halt so ein richtiger Soldattyp. Aber wenn das von der Bundeswehr nicht wäre, wenn er da nicht arbeiten würde, dann würde der wahrscheinlich auch am Flughafen arbeiten.
Kann ich mir gut vorstellen, so wie der geschwärmt hat. Und es ist einfach, es ist halt fucking cool. Dann fährst du da übers Flughafengelände. Und dann fährst du an diesen riesigen Flugzeugen vorbei und jeder grüßt dich irgendwo, weil, keine Ahnung, auch wenn sie jetzt nicht direkte Arbeitskollegen von dir sind, auch wenn es keine. All of IT, nein. Ja, komm. Wie gesagt, auch wenn es jetzt keine Arbeitskollegen von mir von der Lufthansa sind, habe ich jetzt ein zweites Guppy-Item, weil ich jetzt Guppys Paw habe. Wie gesagt, zum dritten Mal, wie gesagt, auch wenn es jetzt keine Kollegen von der Lufthansa sind, jetzt ist es, keine Ahnung, irgendeiner, der am Flughafen arbeitet und Gepäckvernader ist oder sowas, ja? Trotzdem grüßen die dich und sind freundlich und wie so eine Familie, weil egal ob du zu der Firma oder irgendeiner anderen Firma, wir alle sind Flughafen und das merkt man und das ist irgendwie cool. Finde ich halt auch schön, dieser Zusammenhalt unter allen, die da irgendwas am Flughafen zu tun haben. Wie gesagt, wie so eine riesig große Familie, die immer füreinander da ist, so. Gefällt mir, wirklich, gefällt mir. Mal gucken, ob ich in einem Jahr oder so immer noch so davon rede. Aber ich kann es mir vorstellen. So. Ach du Scheiße. Stirb. Ja, komm. Kommt die Hand jetzt runter. Alter, was soll ich denn mit 99 Schlüsseln? Das bringt doch gar nichts. Gott, wie dumm. Okay, wir wären auf jeden Fall nicht Guppy geworden. Was hätten wir hier noch? Gut, Leute. Tagpunkt 5. Nice. Ja. Ja, okay, die Challenges, die noch locked sind, müssen wir mal gucken. Wahrscheinlich muss ich irgendwas dafür abschließen mit irgendeinem Charakter hier, dass wir die freischalten. Na gut. Würde ich sagen, das war mal wieder ein kleiner, schneller, knackiger Run. Ich denke mal, wir werden uns jetzt bald auch mal wieder hier Forgotten widmen. Und Lille vor allen Dingen. Mit ihr haben wir so wenig. Ja, mit ihr haben wir die schrecklichen Sachen. Boss Rush, Harsh, Delirium schon. Ja, mit ihm muss ich noch Delirium. Aber kriegen wir hin. Also, wir haben bei so vielen Charakteren Delirium und so schon. Ja. Machen wir. Läuft. Leute, ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vom Flughafen geschwärmt. Checkt auf jeden Fall die anderen Videos auf dem Kanal ab. Schaut auch im nächsten Part von Isaac wieder mit rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann sage ich mal, bye bye.